Heute gibt es eine leckere Giotto-Haselnusstorte mit Erdbeeren oder Himbeeren. Total lecker und sehr einfach gemacht. Die Torte besteht aus einem luftig lockeren Haselnussbiskuitboden und einer leichten Schokosahnecreme. Einfach yummy. Wir brauchen einen Biskuitboden mit Haselnüssen. Das Rezeptvideo dazu verlinke ich euch hier und ebenfalls unten in die Infobox. Da könnt ihr euch die Zubereitung detailliert anschauen. Für die Creme brauchen wir Schlagsahne sowie Zucker, Vanillezucker oder Vanilleextrakt, Backkakao und Sahnesteig für die Deko, Giotto-Kugeln und Himbeeren oder Erdbeeren zum Beispiel. Den Biskuitboden teile ich mit einem Brotmesser einmal waagerecht durch, damit ich zwei gleich dicke Biskuitböden erhalte. Und dann machen wir schon weiter mit der Creme. Dafür die kalte Schlagsahne ist ganz, ganz wichtig, dass ihr kalte Schlagsahne verwendet. Mit dem Vanillezucker, Zucker, Backkakao und dem Sahnesteifmittel sehr gut steif schlagen. Habt hierbei bitte immer ein Auge drauf, denn sobald die Masse fest genug geworden ist, müsst ihr sofort aufhören zu schlagen. Wenn ihr an der Stelle weiterschlägt, kann es sein, dass eure Sahne geringt. Das heißt, die Sahne wird dann etwas flüssiger und wird dann quasi zu Butter verarbeitet und das wollen wir natürlich nicht. Das könnt ihr zum Beispiel in der Küchenmaschine, so wie ich, machen oder auch mit dem Handrührgerät. Und die Sahne dann bitte bis zum Gebrauch kühl stellen. Ich mache das meistens so, wenn der Biskuitteig im Ofen ist und backt, bereite ich schon mal die Sahne zu, also das heißt allgemein die Tortencreme zu und lagere sie dann bis zum Gebrauch einfach im Kühlschrank. So kann sie nämlich noch etwas fester werden und das ist für ein tolles Ergebnis auf jeden Fall sehr wichtig. Nun die erste Hälfte von dem Biskuitboden auf eine Tortenplatte setzen und dann mit einem Tortenrahmen bzw. mit einem Tortenring umschließen. Darauf kommt jetzt ungefähr 2/3 der Sahnecreme drauf und wird schön glatt gestrichen. Und auf diese Sahnecreme kommt dann der zweite Biskuitboden drauf, die restliche Sahnecreme wird dann oben drauf gestrichen und dann kommt der Kuchen bzw. die Torte für mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank, besser am besten über Nacht. Nach der Kühlzeit den Tortenring vorsichtig entfernen, dann die Creme an der Seite am besten mit einem Messer oder zum Beispiel mit einer Winkelpalette nochmal glatt streichen, also einfach drüber gehen, damit das Ergebnis auch wirklich sehr glatt aussieht. Dann die Torte beliebig mit Giotto-Kugeln, Erdbeeren oder Himbeeren dekorieren und dann ist die Torte auch schon sofort servierbereit. Ich habe die Torte an dem Tag wirklich spontan gebacken, daher habe ich sie nur 1 Stunde kühl gestellt. Wichtig ist wirklich die Kühlzeit bei dieser Torte, damit die wirklich super stabil ist und das ist auch besser für das Endergebnis, denn je länger die Torte im Kühlschrank ruhen kann, wird der Boden auf jeden Fall auch saftiger und ja, die Torte hält auf jeden Fall trotzdem gut, aber die Kühlzeit macht auf jeden Fall auch den Geschmack aus. Also am nächsten Tag schmeckt die Torte auf jeden Fall auch viel, viel besser. Und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachbacken, lasst es euch schmecken und die genauen Mengenangaben findet ihr natürlich wie immer unten in der Infobox.